Kunst im Büro, die 18. Da steht er nun, der Flakon von Rosemarie Trockels neuem Parfum und neuester Kreation. Im Büro, klein, unscheinbar, aber spannend, mystisch von außen und betörend von innen. Langsam hebt sich die Verpackung und heraus kommt sowohl ein Duft, wie auch ein kleines Zertifikat und man ist stolz auf die Nummer 41 von 500. Das Schöne ist, man kann es immer wieder nachbestellen.